Ja, da sind wir wieder hier im Bausimulator, Construction Simulator zusammen mit Black Forest und dem Gerd. Moin. Moin. Oh, moin. Oh, moin. Gerd ist auch live, auch seine Sicht könnt ihr gucken auf seinem Twitch-Kanal. Ja, wir wollen heute zumindest versuchen, die Windmühle zu bauen. Mal gucken, was uns da auftragsmäßig alles noch erwartet. Der nächste, also zu 50% haben wir die Windmühle fertig und der nächste Bauschritt scheint wohl sein, wir sollen Turm. Teilsegmente hier irgendwie. Ich glaube, erstmal anliefern oder was müssen wir machen? Weiß das jemand? Moin, moin. Ich schreibe erstmal moin in den Livestream-Chat. Moin, 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 moin. Müssen wir die Teile selber jetzt irgendwo abholen oder können wir das liefern lassen? Kann das einer? Weiß das einer? Auftragsfortschritt. So, Turmbau. Abschnitt neu starten, Abschnitt überspringen, Auftrag abbrechen, Turmbau, Speziallieferung. Liefere die Spezialteile auf den vorgesehenen Positionen auf der Baustelle. Also irgendwie sollen wir wahrscheinlich mit unserem großen Tieflader das irgendwo abholen, oder? Ja, glaube ich auch. Wo haben wir der? Guckst du schon, wo der ist? Ich denke, ich sitze jetzt schon drinnen. Na, ich gucke auch mal kurz. Und noch keine Ahnung, wo ich bin. Schon wieder Werbung gleich zu Beginn. Ich glaube, Shelly sagte, dass sie da irgendwo was bestätigt. Ich muss demnächst mal gucken. Ist er hier? Schrottplatz? Das ist nicht richtig. Was wird da eingeblendet eigentlich, wo wir hin sollen, oder? Ja. Heftig mit dem Modell. 4 Spots, ja, das ist auch immer 12 Sekunden. Ich habe das wie gesagt auch gesehen, jetzt wo ich den Holger-Stream nachgesehen habe, da kommt natürlich auch, das ist der Zufall. Und dann gibt es gleich 3 oder 4 Spots, dann läuft mal wieder eine halbe Stunde nix, dann mal wieder 2, 3, 4 Spots. Das scheint irgendwie eine neue Einstellung zu sein. Da steht der Bagger, da steht dieser LKW. Nur der Tieflader ist irgendwo anders. Bist du schon drinnen denn, oder? Ich bin schon in den Tieflader drinnen. Und fährst. Und fährst. Gucken, ob ich bei dir einsteigen kann. Ja. Da ist aber eine Walze hinten drauf. Macht das Sinn? Ja, der Walze ist noch von der letzten Projekt. Alles ja auch, gucken, ob wir das Zeug so aufgeladen kriegen gleich oder ob wir noch einen großen Kran oder irgendwas hier brauchen. Also lassen wir die Walze dann einfach hier stehen oder so. Ja, da abstellen und dann mit 3 zurücksetzen. Du bist. Du bist ein zu früh rausgefahren, oder? Oder kennst du eine Abkürzung? Da zeige ich mich jetzt mit der Route an. Also mir fährst du immer nicht irgendwie da längs, wo mir die Route angezeigt wird. Also zweimal anders abgebogen von wegen, ne? Rechts, ich kann nicht rechts, über rechts, Highway. Rechts, oder nicht? Nein, ich kann da nicht hoch. Ja, über der Brücke. Wir müssen nach Industrieterrain, oder? Also ich würde... Da, Prefab bauen. Oh, weiß ich nicht, muss mal gucken. Oder ich fahre. Ich glaube, da müssen wir hin. Schon wirklich länger damit fahren. Wenn sie die Mädels wieder am Start, weiß ich nicht, ob Shelly morgen am Start ist, wie das bei mir anders war, weiß ich nicht.
Ach, hätten wir nicht lieber Schnellreise hinmachen sollen? Ja, wir sind fast da. Ja, jetzt sind wir gleich da wahrscheinlich. Wobei, ich weiß nicht, wo du hinfährst, ehrlich gesagt. Ich geh gleich wieder rechts. Ach so. Da bist du da auch hingefahren, oder? Across? Hm? Ne, The Cross ist auch hingefahren, oder? Ne, das ist so Sache. Ich bin per Schnellreise. Kann man sagen, dass wir hier gleich die Ding abstellen? Und zum das ist ein Hammer, ne? Das ist ein Hammer zum Sammeln. Ja, aber den habe ich schon gesammelt, den Link. Ja, ich weiß nicht, warum der dann noch rumhängt. Ui. Da. Ich hatte den noch nicht. Aber jetzt sind wir hier, ich verstehe es nicht. Was wollen wir denn jetzt hier? Wie willst du über Balz jetzt hier abstellen oder was? Ja. Oh. Ich dachte, du wolltest direkt die Teile holen. Ich kann, also musst du die Sicherung erst noch abnehmen, sonst kann ich hier nicht. Auch unser Hofgelände hier. Ja. Haben wir genutzt. Und jetzt? Schade. Wo kaufst du jetzt was oder wo musst du jetzt hin? Wieder zum Bauhof? Prefab-Mauer. Hä? Was ist jetzt passiert? Sieht es nur bei mir so aus? Was? Ich sehe es nicht. Ja, die Walze hüpft rauf und runter, aber nur der vordere Teil. Nee. Ja, jetzt ist alles still. Steig da mal ein. Ja, jetzt ist sie gesprungen einmal. Aber steht danach wieder still. Aber ist einmal gesprungen, als du eingestiegen bist. Die ist die ganze Zeit hoch und runter gehüpft. Aber nur jetzt fängt sie wieder an. Sag mal. Ja, bei mir nicht. Es muss ein Bug sein, wenn bei dir. Synchromäßig weiß ich nicht genau. Jetzt ist die Frage, bekommen wir das hier auch mal weg oder nicht? Schreibe ich mal auf. Safe gehen wir wieder updaten. Liste wird immer länger. Wieso geht das dann? Oh. Ich weiß auch nicht, was Gerd macht hier. So, also, wie kriegen wir. Ich suche die Dings, was wir mitnehmen müssen. Soll ich das einfach nochmal neu starten? Vielleicht sagt er uns dann irgendwas. Das Problem ist ja, dass wir das vielleicht abgebrochen haben, als wir oder ne, weil wir das Spiel beendet haben. Für die aktuelle Aufgabe einfach nochmal neu starten, vielleicht erzählt er uns dann was. Ja. Flops, Windkraftanlage, Turmbau, weil wir haben ja noch nichts gemacht im Turmbau. Wir haben also Gründung, das war das letzte Mal beim Bohren und jetzt sind wir beim Turmbau. So, Abschnitt neu starten. Jo, wollen wir neu starten. So, Windkraftanlage bei Abschnitt neu gestartet. Also mir zeigt er jetzt irgendwie einen Weg an. So, der führt mich theoretisch zum Bauhof. Da war ich schon, aber da habe ich irgendwie auch nichts gesehen, gefunden. Ne? Doch, hier stehen jetzt, glaube ich, Teile. Ups, das ist selbst wir sind in der Kran. Das kann sein, ja, dass man die so nicht aufgeladen kriegt, ne? Da drüben. Dann gehen wir dahin. Ja, hier liegen so vier, fünf Teile. Machst du Schnellreise? Ja, genau. Sollen wir den Kran dann auch mit Schnellreise hier hinholen? Oder schaff ich weiß nicht, ob du das mit dem Kleinen aufladen kannst. Und Wind.
weiß nicht, wie schwer die Teile sind. Jetzt lieber mit dem Kran einmal schnell reise. Können wir uns finanziell gerade so leisten, also das ist nicht so das Problem. Ja. Ich passe einfach nur auf, dass hier nichts passiert. Die Baustelle oder die Verladung abgesichert wird. Jetzt versuchen, ob du schaffst oder was. Bett? Ja, Black Forest ist hier und da schon. Ja, aber es sind 6 Teile, ne? So hattest du auch schon. Kann schon sein, dass er gleich mega nö, ist eh zu schwer. Der Auftrag wird uns noch ein bisschen beschäftigen, gerade bei der Windmühle. Ich weiß, man braucht noch ein paar mehr Teile. Und ja, das geht auch sehr gut. Den Platzspan draufstapeln, weil die was zu sagen. Und wir alles mitkriegen in einem Rutsch. Bisschen höher, Black Forest. Kannst du das reindrehen oder muss das jetzt so rein? Ach nee, das ist so ein bisschen vorgegeben, oder? Okay. Kannst du nicht einfach hier rauflegen, oder? Glaube nicht. Nee, der zeigt einem da auch wieder so an, wie er es haben darf, will. Darf man nicht einfach abseilen? Schade. Alter. Nein. Geht nicht. Nicht wieder durch die Luft fliegend. Nee. Hier erkunde die Gegend. Ich dachte, vielleicht liegt ja auch noch ein Hammer hinterm Gebäude, aber das ist nix. Aber ich habe gemerkt, die Hammer, die man im Singleplayer sammelt, die sind dann hier, kann man hier nicht mehr sammeln. Okay. Aber dann hast du jetzt schon deutlich mehr insgesamt gesammelt. 5. 5 ist es nicht viel mehr. Ja gut, so viel habe ich jetzt nicht gespielt. Auf jeden Fall schwere. Und guten Teil verladen. Verladen lassen. Läuft gut. So. Ich kann mir das eigentlich mal angucken, wie das, ob ich das irgendwie finde. Mal gucken, ob du die andere Seiten am Ende auf einmal umdrehen. Meinst du nicht zufällig diesen Hammer, Rolf? Und danke dir für den Tipp. Hier ist ein Hammer zwischen den Containern, falls ihr den noch nicht habt. Weil es bei mir Nummer 10. Kommst du nicht vorbei? Nein. 12. 12, okay. Vielen Dank, Rolf. Für den Tipp. Hast du schon alle gesammelt oder wie viele hast du schon gesammelt? Oder einfach nur so gewusst? Oder gesehen gerade eben, vielleicht noch kurz voll. Ja, ich hole dich ja. So. So, ja, das ist so. Ich glaube, dafür haben wir jetzt aktuell zu wenig Leute um so eine knifflige Aufgabe. Ich habe hier so einen Adventskalender ja gekriegt. Vielen Dank nochmal dafür. Von Bell, glaube ich, war das, ne? Aber ist nicht am Start, glaube ich, sonst könnte er mitrechnen. Wolf hat 100%. Die EU und USA durch. Alle Achtung, Rolf. Wenn sie bei sich. Oh. Also den will er irgendwie nicht. Kann sein, dass der vielleicht extra gefahren werden muss dann. Weil da fehlt ja auch noch ein Segment hiervon, ne? Kann jetzt hier auch nicht abhängen. Naja, dann will er den extra haben. Zu schwer. Praktisch der Generatorblock da.
Bei Real Life sind die, glaube ich, noch den letzten, dann hole ich mir schon den Hammer. Der Gerd hat schon wieder eingeklappt. Der Kran meinte Blackwurst. Hier kann ich nicht einsteigen. Ich muss vorne einsteigen, ne? Das ist auch immer Scherz. Einsteigen. So, dann muss ich erstmal wieder gucken. Ist doch immer wieder ist es von neuem, sag ich mal. Darf ich das jetzt, muss ich das überhaupt erst wieder jetzt in diesem Kram ablegen? Oder muss ich noch weiter runter? Würde er das nicht so fallen lassen? Ja, weiter runter. Ist noch nie Untergrund. Ja, wir kriegen auch hier kein Ab. Ist nicht mit dann hier. Wahrscheinlich hier hinten. Die ist noch abseilen. Auf die Palette. So, dass man es da wieder raufstellen muss. Das hätte es ja schon mal abladen können, aber. Ich kriege hier kein Symbol. Ach, jetzt heißt es genau. Ja. Jetzt ist er. So, eine gute Fahrt. Danke. Soll ich Schnellreise mitmachen? Ja, aber. Dann wieder zum Abladen helfen. Ja. Wieder ein Quatsch. Schön Geschenkpapier, das Geschenk einpacken. Nikolaus und so weiter, ne? Das müsste eigentlich auch mit deinem Kran gehen, Gerd, oder? Abladen geht, ja. Abladen geht. Kann jemand vielleicht mal die Bohrmaschine bei Gelegenheit zur Seite stellen? Wenn wir die nochmal brauchen, aber. Wollte sie mit reden? Ja. Darf ich denn hier nicht? Achso, ich bin noch zu hoch, ne? Oder sind das hier die falschen Teile für unten? Ist das nicht eigentlich immer das gleiche? Darf die Teile nicht ab? Du musst so die zwei halbe hinsetzen, dass du dann die andere zwei halbe da. Auf die Platten ja, wieder setzt du das. Da hast du da größere Teile, die du da jetzt hinstellen musst. Sind die ein bisschen unterschiedlich? Ja. Dann kannst du schon wieder los, wa? Schon wieder losreisen. Mhm. Achso, jetzt ist es. Achso, jetzt will ich das ganze Teil in den Wunden stellen.
Das ist also praktisch so ein Rahmen, wo man das zusammen hier konstruiert und dann muss man das darüber buchen. Muss ich mal gucken, ob dieses. Ich will gucken, ob ich es selbst mitnehmen kann. So hoch geworden. Ein Turmsegment. Liegt da jetzt noch mehr Teile? Kehrt schon wieder da mit dem Hafen holen. Dann würde ich mal schnell mal dieses Ding da abnehmen, vielleicht. Ja. Dann müsstest du jetzt einen Turm, den zu uns irgendwo am Hafen oder? Die hat noch keinen Platz. Muss ich durch Prefab-Bauer. So, aber tatsächlich war es ja schon wieder für die erste Folge. Wir sind schon wieder am Ende hier. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Fragmente, wollte ich gerade sagen, ein paar Teile, Segmente. In der Windmühle hier am Start. Mal gucken, wie es in der nächsten Folge weitergeht, ob da schon der Wind hier weht oder irgendwie das Windrad sich dreht. Mal schauen. Bis dann. Danke und tschüss.